Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Wolltest du schon immer mal wissen, wie der Alltag eines Medizinstudenten so aussieht? Dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich nehme dich jetzt mit in meinen Alltag von meinem Medizinstudium und werde dir ein bisschen erzählen, wie da so der ganz normale Tages- und Wochenablauf war bei mir. Ja, der Alltag in meinem Medizinstudium war natürlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Semester ich war, ob es jetzt eher ein Semester war, wo weniger Pflichtveranstaltungen waren oder ob es eher ein dichteres Semester war, wie zum Beispiel das Semester mit dem Präparierkurs. Das war bei mir das dritte Semester. Es war total vollgeknallt mit irgendwelchen Pflichtveranstaltungen und dann waren noch lauter Testate alle paar Wochen und da sah der Alltag dann natürlich dementsprechend nochmal ein bisschen anders aus. Und ja, ich nehme dich jetzt einfach mal mit in einen ganz normalen Tag in meinem ersten Semester. Und zwar habe ich da relativ wenige Vorlesungen besucht. Also ich habe mir am Anfang einmal alle angeguckt und habe dann geguckt, was bringt mir was, welche Vorlesung ist gut für mich. Und dann habe ich mir die Chemievorlesung ausgesucht. Ich hatte nämlich nur ein Jahr Chemie in der Schule und dementsprechend nicht viel Ahnung davon. Und das habe ich wirklich gebraucht. Und die Chemievorlesung bei uns, die war auch gut. Deshalb bin ich da immer hingegangen. Und dann hatte ich zum Beispiel an einem Tag von 10 bis 12 die Chemievorlesung. Das war dann so der erste Punkt auf der Tagesordnung an diesem Tag. Davor habe ich halt einfach geschlafen. Genau, bin dann zu dieser Vorlesung gegangen. Danach war dann Mittagspause, ich glaube eine Stunde von 12 bis 1. In der Stunde habe ich vielleicht nochmal schnell mein Physik-Skript durchgemacht, wenn ich danach Physikpraktikum hatte und habe versucht, mich noch irgendwie gut auf das Physik-Testat vorzubereiten. War auch mit Freundinnen in der Mensa. Wir haben dann vielleicht uns nochmal miteinander besprochen, wenn wir was nicht verstanden hatten, was oft vorkam. Und ja, dann ging es um 1 Uhr zum Beispiel los mit dem Physikpraktikum. Und das ging dann schon ein paar Stunden, ich glaube 3 Stunden oder so. Und in diesem Physikpraktikum, da war dann am Anfang immer ein Testat, da wurde man dann abgefragt zu einem Thema, das man eben lernen musste bis zu diesem Kurstag. Und danach war dann eben das Praktikum, da hat man dann irgendwelche physikalischen Versuche durchgeführt. Ja, und danach bin ich dann wieder nach Hause gegangen, habe dann vielleicht was gegessen. Und bei mir war es so, dass ich in den ersten 4 Semestern ziemlich intensiv noch Basketball gespielt habe. Das heißt, abends war ich dann meistens beim Basketballtraining. Das hatte ich, glaube ich, ja, fast jeden Abend hatte ich Training. Das heißt, bei mir war die Zeit in der Vorklinik hauptsächlich durch Studium und durch Basketball, also durch diese zwei Sachen ausgefüllt. Es war dann auch ja, ziemlich stressig zum Teil. Und es gab aber auch Tage, an denen ich vormittags einfach ausschlafen konnte, solange ich wollte, an denen ich vormittags keine Veranstaltung hatte bzw. nicht hingegangen bin und dann vielleicht nur nachmittags ein Praktikum hatte. Und natürlich gab es auch Tage, an denen man mal gar nichts hat. Also das kommt auch vor. Gerade später dann in der Klinik, da kommt es häufig mal vor, dass man auch mal einen ganzen Tag keine Pflichtveranstaltung hat oder keine Veranstaltung, wo man hingeht. Und ich habe mal grob nachgerechnet, in der Vorklinik ist es so, dass man so ungefähr 10 bis 20 Stunden Pflichtveranstaltungen in der Woche hat. Und ja, das ist ja weit weniger als in der Schule. Und dazu kommen dann natürlich noch Vorlesungen, falls man dahin geht. Genau, wie gesagt, ich war kaum in Vorlesungen. Ich war nur in den Vorlesungen, die mich sehr interessiert haben oder die mir viel gebracht haben, wie jetzt zum Beispiel Chemie. Histologie war auch gut bei uns, die Vorlesung, deshalb war ich da auch da drin. Und später dann in der Klinik fand ich zum Beispiel Innere total interessant oder auch Psychiatrie. Genau, also das kann ich dir auch empfehlen, wenn du Medizin studierst. Schau, welche Vorlesungen dir was bringen und geh dann nur zu diesen Vorlesungen hin. Ja, wie sah das bei mir dann aus im Medizinstudium? Habe ich irgendwie Vorlesungen vorbereitet oder nachbereitet? Habe ich zwischen den einzelnen Terminen und Praktika, habe ich da gelernt? Wie habe ich das gemacht? Also Vorlesungen vor- oder nachbereitet habe ich so gut wie nie.
Ich war ja auch fast nie in den Vorlesungen. Genau, also und für mich hätte das persönlich nichts gebracht. Vielleicht bringt es für andere was, also für mich jedenfalls nicht. Manchmal habe ich während des Semesters schon mitgelernt, gerade natürlich auch dann, wenn man irgendwelche Testate hat, wie jetzt in Anatomie oder in Biochemie, da lernt man ja dann automatisch mit. Oder wenn man sich jetzt für bestimmte Praktika vorbereiten muss, wie für Chemie oder Physik, da muss man sich die Sachen natürlich schon mal vorher angucken. Das habe ich dann eben immer in den Zeitlücken gemacht zwischen den einzelnen Veranstaltungen, also entweder irgendwie vormittags oder mittags oder wenn ich Nachmittagszeit hatte oder dann eben nach der Nachmittagsveranstaltung. Also ja, das war eben ganz unterschiedlich und individuell, je nachdem, welcher Wochentag gerade war. Ja, ich habe eben diese Zeitlücken dann genutzt, um da mich vorzubereiten für die Praktika. Und später in der Klinik habe ich so gemacht, dass ich mir während des Semesters immer mal Zeit genommen habe und unterm Tag mir Gedächtnispaläste gebaut habe für den Lernstoff, der gerade dran kam in den einzelnen Fächern, also zum Beispiel für innere Medizin oder für Chirurgie. Und das habe ich auch schon im anderen Video dir schon mal als Tipp mitgegeben. Und kann ich dir jetzt auch hier nochmal mitgeben als Tipp. Also erstens, lern mit Gedächtnispalästen und Gedächtnistechniken hier auf unserem Kanal. Findest du dazu ganz viele Videos. Schau dich da auf jeden Fall um. Wir haben eine ganze Playlist dazu. Und ja, Gedächtnispaläste machen das Lernen um ein Vielfaches effektiver. Und dann kann ich dir eben empfehlen, dir diese Gedächtnispaläste schon während des Semesters zu bauen, sodass du sie dann in der Prüfungsphase sozusagen schon parat hast und nur noch mal kurz wiederholen musst. Und so habe ich das dann eben später in der Klinik gemacht und es hat sich für mich sehr gut bewährt. So, ich hoffe, ich konnte jetzt einen kleinen Einblick geben in den normalen Alltag eines Medizinstudenten. Wenn es auf Prüfungsphasen zuging, da sah das Ganze natürlich noch mal anders aus. Da war es dann meistens so, ich habe ausgeschlafen oder mir zumindest recht spät erst den Wecker gestellt, habe dann gelernt, dann mal eine Pause gemacht, dann wieder gelernt. Also da ist es dann schon so, dass man sehr viel Zeit am Schreibtisch verbringt. Ja, wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema oder wenn du vielleicht selber schon Erfahrungen gemacht hast in deinem Medizinstudium, dann schreib mir das super gerne hier unten in die Kommentare. Und ja, wenn du mehr solcher Videos möchtest oder auch Videos zu anderen Themen, dann schreib mir das auch sehr gerne. Und ja, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und klick auf das Glöckchen. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn wir neue Videos hochladen. Mach's gut und bis bald. Ciao!